Herzlich willkommen zu unserem Lernfilm. Heute stellen wir euch die Symbole und deren Bedeutungen vor. Bluetooth. Bluetooth ist ein Funkstandard, um auf kurze Distanzen Daten, Musik, Videos oder Bilder zu übertragen. Somit können zwei gekoppelte Geräte miteinander kommunizieren, ohne dass zwischen ihnen eine Kabelverbindung besteht. Das Pentagramm. In mittelalterlicher und nachmittelalterlicher Zeit galt das Pentagramm als Bannzeichen gegen das Böse sowie als Zauber- und Abwehrzeichen gegen Dämonen. Der Name Drudenfuß wird zum einen damit erklärt, dass das Zeichen als Schutzzeichen gegen nächtliche Spukgeister, die Druden, angesehen wurde. Das Auge der Vorsehung ist ein Symbol und ist das Auge Gottes, das alles sieht. Dargestellt wird es von einem Strahlenkranz umgeben des Auges und umschlossen von einem Dreieck. Das Peace-Zeichen symbolisiert den Frieden und wurde am 21. Februar 1958 von dem britischen Grafiker Gerald Holtom eingeführt. Das Unendlich-Zeichen ist ein mathematisches Zeichen, mit dem unendlich symbolisiert wird. Es ähnelt einer liegenden Ziffer 8. In der Bedeutung als unendlich große Zahl wurde es 1655 von einem englischen Mathematiker John Wallis eingefügt. Hashtag steht für Tag. Tag bedeutet Markierung. Meistens stehen diese Begriffe am Ende des Posts oder Tweets. Hashtags kann man erfinden und man kann sie auch von anderen benutzen. Das Herzsymbol ist bekannt für das Zeichen der Liebe. Yin und Yang. In der chinesischen Mythologie wurden Yin und Yang aus dem Chaos geboren, als das Universum erschaffen wurde. Kurz gesagt bedeutet, dass es im Bösen auch was Gutes gibt und im Guten auch was Böses. Es steht für Frieden und Einigkeit. Das Anarchiesymbol. Das Anarchiesymbol bildet ein großes A in einem Kreis. Peter Malschall sagte, Anarchie bedeutet Ordnung, aber vollständig bedeutet es, Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, euch hat das Lernvideo gefallen.